Hallo, in wenigen Tagen beginnt in Brasilien ein großes Fest, nämlich die Europa-Weltmeisterschaft. Richtig, die Europa-Weltmeisterschaft. Und dazu gibt es jetzt den großen TV-Total-WM-Check 2014. Heute mit... Mein Name ist Manuel, ich bin 20 Jahre alt und komme aus dem Saarland, aus Saarbrücken. Und wer bist du? Hallo, ich bin die Paulina, ich komme aus dem Saarland, aus dem Landkreis Merzig-Wadern. Und wir machen hier ein Abschlussseminar in Köln und deswegen bin ich hier, weil wir machen freiwilliges soziales Jahr. Nächster bitte. Wohin? Hier auf den Stuhl. Hier? Ja. Okay. Also ich bin der wahrscheinlich nicht der richtige Mann für euer Fußballinterview. Wieso nicht? Ja, ich bin jetzt so ein wahnsinniger Fußballfreak, aber... Was sind Sie dann? Bin Kunstmaler und schlage mich so durch. Alles klar, legen wir los. Wie heißen die Einwohner Brasiliens? Oh, weiß ich nicht. Nee? Einheimische. Richtig. Kommen wir zu den Nationalhymnen. Welche möchtest du zuerst singen? Ich singe keine Hymne. Nee? Ich singe doch jetzt hier nicht. Doch, komm. Es hat mir niemand gesagt, dass ich hier singen muss. Dann sing du mal bitte die deutsche Hymne an. Ja, die verbotene Strophe habe ich gerade im Kopf, aber die darf ich ja nicht. Dann sing du die erlaubte. Deutschland, Deutschland, über alle. Ja, ja. Jetzt du bitte. Einigkeit und Recht und Freiheit sind... Oh, nee. Mach weiter. Für das deutsche Vaterland. Okay. Und kennst du die hier? Die österreichische? Na. Dann du. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Warum haben die Österreicher eine modernere Hymne als wir? Weil sie es können. Alles klar. Kommen wir zur K.O.-Runde. Wie viele Viertelfinalspiele gibt es bei der WM? Viertelfinale, wie viele? Eins. Und wie viele Halbfinale? Auch eins. Was sagst du? Wie viele Halbfinale? Drei. Bitte? Drei. Woher weißt du das? Ich habe jetzt geraten. Und wie viele Finale? Eins. Stimmt das? Ja, es gibt ja nur einfach ein Finale. Nee, zwei. Zwei. Eben. Oder? Wie viele Mannschaften sind im Finale? Ich glaube 15, oder? Also im Prinzip 13 und ich glaube 15 oder so Ersatz. Also zwei Ersatz. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Kommen wir zum Gastgeberland. Auf welchem Kontinent liegt Brasilien? Auf welchem Kontinent Brasilien? Ja. Boah. Na komm. Weiß ich gerade nicht. Kannst du helfen? Brasilien, oder? Ah, nee, doch, oder? Nee, der Kontinent. Südafrika? Ich bin mir nicht mehr sicher jetzt gerade. Oh, oh, wir sollten dem mal nachgehen. Ordne Teilnehmerländer der WM auf dieser Karte zu. Wo liegen die USA? Die USA, ja, gute Frage, ne? Würde ich mal sagen. USA ist, glaube ich, hier so. Ja, ja, dann mach's mal hin. Und wo sind bei dir die USA? So, nächstes Land. Kaufland? Ja, aus welchem Land kommt dieses Einkaufszentrum? Aus Deutschland. Aha, und wo ist das? Hier, glaube ich, oder? Ja, dann kann ich schon direkt Deutschland auch hier hin tun. Das ist also Deutschland? Und wo ist dein Kaufland? Hier irgendwo bei England. Und wer regiert da? Das sind dann die Iren, oder was? Nee, die Shopping Queen. Die Shopping Queen? Der Guido? Ja. Der Herr Kretschmer? Nee. Doch, doch. Das ist dem Kaufland. Ja, ja. Oh ja. Weiter geht's. Uruguay. Ja, das ist in der Nähe hier so, oder? Wo ist das? In der Nähe von Brasilien. Genau. Und der Iran ist irgendwo hier so rum? Ja, warm, ganz gut. Aber wo liegt's wirklich? Aha, und welches Land ist das bei dir? Und wo ist dann Brasilien? Brasilien, das kann man dann ungefähr hier so hier hin machen. Ich dachte, es liegt bei Uruguay.
Ja, aber da haben wir, das stimmt, ja. Und wo ist Brasilien bei dir? Brasilien, könnte das sein? Irgendwo, wo es warm ist. Wärmer ist es wohl irgendwo hier. Dann mach's hin. Ja, ja. So, weiter geht's. Australien ist... Eigentlich, ist das überhaupt drauf? Natürlich. Wie ist dann hier eigentlich? Was ist das nächste Land? Bordellistan? Wo liegt das? Hier. Richtig. Warst du da schon mal? Na. Und willst du da mal hin? Na. Warum nicht? Das tut mich jetzt so ansprechen, das Land. Na dann, eine schöne WM.